Ist natürlich A, weil es ein kleiner Titel ist, ein wichtiges Spiel, aber auch so als Statement. Leipzig ist ein hungriger, junger Verein, der versucht natürlich immer ja, am Status von Bayern München zu kratzen. Das war zu meiner Zeit da so und es ist jetzt auch nicht anders. Demnach ist es wichtig, dass man da als der Verein, der an der Spitze stand im letzten Jahr der Meisterschaft, auch in so einem Spiel dann schon versucht, auch ein kleines Statement zu setzen und auch seine Stärke versucht zu zeigen. Ja, schon reizvoll. Das ist ein Titel, natürlich ja, im Verhältnis vielleicht zu den anderen drei, die man gewinnen kann im Laufe der Saison, ein Tick kleiner, aber trotzdem ist es ein Titel, den man gewinnen kann. Die größten Chancen, sag ich mal, von Beginn an hat Sadio zu spielen, der gestern, ja, man merkt, dass er einfach ein Vollprofi ist, hat Anfang sehr stark trainiert, körperlich alles reingeworfen, dann hat auch eine Phase gehabt, wo es anstrengend war für ihn, hat aber dann clever ja einfach auch seine Belastung so eingeteilt, dass er einfach 100% fit ist, wenn es darauf ankommt. Und jetzt so Richtung Spiel merkt man schon, wie er den Spannungsbogen aufbaut und wie aktiv er jetzt auch im Training ist, wie viel er coacht. Da sieht man, dass er weiß, wenn es wichtig wird, dass er dann auch gebraucht wird und da sein muss. Und ich bin mir sicher, dass er morgen Abend ein sehr, sehr gutes Spiel machen wird. Er wird auf jeden Fall Stürmer spielen. Ja, ich rede ja selten über Grundordnung, die wir wählen. Das ist dann ein bisschen zu einfach für den Gegner, wenn man alles schon vorher verrät. Aber es ist auf jeden Fall eine Option, dass er auch zentral vorne spielt.